So, servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Und zwar fahren wir heute mal was ganz Besonderes. Mit dabei ist Tibor und Robert. Und Robert hat uns jetzt einfach spontan dazu eingeladen, mal ein bisschen Elektro-Trail zu fahren. Mega geil die Teile und wir haben hier mega die geile Atmosphäre. Ich bin noch nie Trail gefahren und bin jetzt echt mal gespannt, wie die Dinger sich so schlagen, beziehungsweise ob die mich überhaupt aushalten mit meinem schweren Gewicht. Beziehungsweise wir sind ja... Schau nicht auf mich! Hä? Schau nicht auf mich! Nein, ich meine, wir sind so riesen lange auf den Teilen drauf und die schauen ja doch relativ zerbrechlich aus, aber naja, die halten auf jeden Fall was aus. Wir sind immer noch in Paznaun, genau. Galtür, ja. Und wir haben hier die perfekte Landschaft, haben auch mega Glück gehabt mit dem Wetter jetzt nochmal am unseren letzten Tag. Und ich bin echt gespannt, wie ich mich schlag, bin noch nie so ein Ding gefahren. Elektro haben um die 13 bis 15 PS, meinst du? Ja, circa. Und sind von Gas. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Mazzocchi Tegelgabel hat eine saukleine Bremsscheibe hinten, die sind voll putzig. Richtig süß. Und ein riesen Kettenblatt, natürlich für Elektro, hast keine Gänge. Und gesagt, wir fahren jetzt einfach ein bisschen, oder? Haben wir schon? Das ist so krass. Und ich bin jetzt auch im Integralhelm. Also nicht wundern, normalerweise ist man ja. Normalerweise hat man ja so ein Open Face, wie der Tibor und der Robert hier vor mir. Und ich habe damals auch keinen Trainer drin und dann hätte ich euch nicht mitnehmen können. Von daher bleibt es bei mir beim Integralhelm. Nee, die hat mich gar nicht. Es ist halt so fett einfach. Du fährst hier durch den Ort und du störst einfach keinen Menschen. Normalerweise hast du ja. Ja, da fehlt was, ne? Normalerweise hast du ja dann immer irgendwelche alten Leute. Oder nicht nur alte Leute, aber hast du ja immer irgendwelche Leute, die sich dann im Ort beschweren. Über die Lautstärke, was ja auch keiner so ständig ist. Und hier fährst du einfach rum und stört sich einfach kein Mensch dran, dass du hier mit so einem Bike unterwegs bist. Mehr Power, oder? Mehr Power, bitte. Also ich... Nee, hier ist ein, zu schwer. Hier ist so ein schöner Regler. Schau mal. Ja. Der ist ganz hoch einfach. Ganz hoch? Ja, ja. Oh, nee, shit. Ganz runter. Also... Nein, nein, passt schon. Bei ihm passt schon. Ach so, bei passt. Dir ist ein bisschen anders. Boah, jetzt... Boah, schwierig da auf ein Rad zu fahren. Das macht mich total kirre, wenn ich keine Kupplung in der Hand habe. Ja. Und greift ins Leere. Und dann will schalten die ganze Zeit. Diese Aussicht. Und so ruhig, so entspannend. Auch mal eine coole Abwechslung. Kein Motorgeräusch die ganze Zeit um dich rum zu haben. Darauf geht's! Na, ich würde sagen, das ist kein Problem. Für meine erste 3 Stunden. Also die Reifen sind auch übelst platt. Aber es könnte ja so. Je mehr Auflageflächen hast, glaube ich. Würdest du mal sagen, dass das, oder eigentlich ziemlich sicher, dass du mit einer Elektro-Trail, wenn du anfängst, definitiv dir leichter tut. Als wenn du da anfängst mit Schalten und so. Das ist so witzig, weil die Leute hier so alle so begeistert schauen, wenn du Elektro fährst. Und ich glaube, es kennt jeder, wenn du normal motorisiert fährst und laut bist, guckt dich generell jeder böse an. Jeder schaut dich böse an und zeigt den Punkt. Und mit Elektrobikes hat jeder nur ein Strahlen im Gesicht irgendwie. Total witzig. Boah, aber ich merke jetzt schon, wie meine Unterarme irgendwie nicht so ganz dafür ausgelegt sind. Oder die Belastung. Also es ist definitiv gleich wieder viel anstrengender für die Unterarme. Nur bei der normalen nicht. Und mein Rücken zieht jetzt schon.
bräuchte, so ein XXL-Qualigerät. Aber macht definitiv schon mega Laune und immer mal wieder die Aussicht genießen. Das ist auch so witzig, was ich überhaupt anhabe. Sieht schon aus wie der letzte Lude mit meinem Outfit. Hier Jogginghose und Motorradstiefel. Der Tibor kommt ja vom Mountainbiken bzw. vom BMX. Ich glaube, wenn wir jetzt ein paar BMXer bzw. die vom Mountainbikesport kommen, müsst ihr ihn eigentlich kennen. Tibor Simai. Also der hat definitiv Ahnung, obwohl er auch zum ersten Mal, glaube ich, Trail fährt. Einfach mega fett hier. So fett, ey. Ey, das macht echt so eine Laune. Dieser Grip ist faszinierend. Die Wiese ist nass, ich hoffe, das kann man erkennen in dem Video. Und du fährst hier hoch, als wäre ungefähr nichts. Krass, oder? Ja, ich sag's gerade im Video. Schau mal, wie steil das ist, und das kommt im Video nicht so rüber. Und wie ich hier dastehe gerade. Gefühlte 90 Grad auf jeden Fall. Aua! Ich fühle mich wie so beim Hillclimb. Ich bin im Sack. Das Krasse ist, dass ihr jetzt wahrscheinlich denkt, auch Mensch, der fällt hier so einen kleinen Abhang runter, aber es ist wirklich krank. So geil. Mega geil. So, ich bin ja immer eins mit den Tieren und hier hat sich eine hergeschlichen. Ja. Hier, kriegst du von mir? Ich weiß nicht, ob ich Angst haben soll oder. Okay. Alter. Oh, oh shit, ey. So, Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Vielen Dank an Tibor, dass er dabei war, und natürlich an Robert, dass er uns hier geführt hat und uns gezeigt hat, wie es hier so läuft mit den Trailbikes und den Elektro-Trailbikes. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace!